Ich lese Medikamente im Test der Stiftung Warentest 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet und ich bin angekommen bei Läusebefall. Trotz guter hygienischer Bedingungen kommt es immer wieder vor, dass sich Läuse verbreiten. Sie treten vor allem in Kindergärten und Schulen auf. Meist gibt es dort mehrmals jährlich Läusealarm. Kopfläuse sind graubraun und 2 bis 3 mm groß. Sie ernähren sich vom Blut aus der Kopfhaut. Filzläuse sind gelblich-bräunlich gefärbt und rund. Sie nisten sich im Scham-, Brust- und Achselhaaren ein, selten auch in den Wimpern. Steinway für den klebenden Kaffee. Ist eine Selbstbehandlung möglich? Rezeptfreie Antiläusemittel gibt es in Apotheken und Drogerien zu kaufen. Insektenvernichtungsmittel, die als Lösung ins Haar gegeben werden, sind zumeist wirksam und bei korrekter Anwendung unbedenklich. Kritisch zu sehen sind dagegen Spray-Zubereitungen. Hier besteht das Risiko, den Wirkstoff als Sprühnebel einzuatmen. Hier besteht das Risiko, den Wirkstoff als Sprühnebel einzuatmen, was zu Schleimhautreizungen, allergischen Reaktionen und Asthmaanfällen führen kann. Grundsätzlich müssen alle Personen behandelt werden, bei denen geschlechtsreife Läuse oder Larven gefunden werden oder bei denen Läuseeier am Haarschaft kleben. Eine hundertprozentige Erfolgsgarantie gibt es für keines der verfügbaren Mittel. Daher muss jede Behandlung 8 bis 10 Tage nach der Erstbehandlung wiederholt werden. Wann zum Arzt? Wenn die Läuse nach 1 bis 2 Behandlungsversuchen nicht verschwunden sind, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Kinder unter 2 Jahren, insbesondere Säuglinge, sollten nur nach Rücksprache mit einem Arzt behandelt werden. Was ist bei der Behandlung zu beachten? Alle Mittel sollten Sie immer nur dann einsetzen, wenn tatsächlich Läuse vorhanden sind, nicht vorbeugend, um einen Läusebefall zu vermeiden. Was kann ich selbst tun? Die Haare müssen nach der Behandlung mit einem Nissenkamm sorgfältig ausgekämmt werden, um möglichst alle Nissen vollständig zu entfernen. Am besten dafür geeignet sind Nissenkämme aus Metall, weil deren Zinken nicht abbrechen. Der Abstand zwischen den Zinken sollte kleiner als 0,2 mm sein. Kontrollieren Sie tatsächlich bei sämtlichen Kontaktpersonen, ob Läuse übergewandert sind. Hierzu befeuchten Sie die zu kontrollierenden Haare mit handelsüblicher Haarspülung und kämmen die Haare Strähne für Strähne mit einem eingezinkten Läusekamm durch. Es versteht sich von selbst, dass ein Kontakt mit den von Läusen befallenen Haaren vermieden werden sollte. Benutzte Bürsten und Kämme legen Sie 10 Minuten lang in 60 Grad Celsius heißes Wasser. Bei Filzläusen empfiehlt es sich, Unterwäsche, Handtücher und Bettwäsche jeden Tag zu wechseln und bei mindestens 60 Grad Celsius zu waschen, bis sicher ist, dass die Läuse vernichtet sind. Also, nächste Seite. Die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Dabei handelt es sich um folgende Wirkstoffe: einmal Aleterin und Pipobril, das ist wenig geeignet. Dimethizon äußerlich mit Einschränkungen und dann eine Dreifachkombination, eine Wirkstoffgruppe, Dimethizon, Jojobawachs und mittelkettige Triglyceride.
auch mit Einschränkungen geeignet per Metrin. Kennen wir aus dem Kapitel davor, ist geeignet. Gibt es hier übrigens für Läuse rezeptfrei? Bei Krätze ist es rezeptpflichtig. Finde ich jetzt komisch, aber egal. Vielleicht ist in dem Krätzezeug mehr Wirkstoff drin. So, und Pyretrium. Das ist so ähnlich wahrscheinlich. Pyretrum heißt das. Wie Permethin, das ist auch geeignet. So, es geht dann weiter mit den bewerteten Medikamenten und Wirkstoffen und zwar in alphabetischer Reihenfolge. Tschüss. Thank you.